Beim Essen wird schnell klar, türkische und deutsche Kultur können sich integrieren und es kommt etwas Gutes dabei heraus. Seit genau 60 Jahren existiert das Gastarbeiterabkommen mit der Türkei. Zu diesem Anlass lud Gertrud Brendel-Fischer Menschen mit Migrationshintergrund zum Gespräch. Von Hausfrau bis Arzt, von jung bis alt wurde sich die Frage gestellt, wie kann Integration funktionieren? Ich denke, die Haltung ist ganz wichtig, die Vorbehalte abzulegen. Das gilt aber sowohl für Deutsche als auch für die türkische Community, die Vorbehalte abzulegen und dem anderen auch eine Chance zu geben. Das ist, denke ich, erstmal der erste Schritt, den man gehen muss. Besonders Kindergärten und Schulen seien die Schlüssel zu gelungener Integration. Hier soll auch in Zukunft noch weiter unterstützt werden. Es komme aber immer auf beide Seiten an, Bildungseinrichtung und Elternhaus. Also es hat sich ja vor allem in den letzten Jahren vieles entwickelt, dass wir mehr Übergangsklassen geschafft haben zunächst, dann mehr Sprachlernklassen, Deutschklassen, dass wir Drittkräfte eingestellt haben, die also dann zusätzlich zu den normalen Lehrkräften nochmal tätig werden, um in Kleingruppen dann auch die Kinder zu unterrichten. In einem war man sich einig, Integration sei ein Dialog auf Augenhöhe. Wenn beide Seiten mitmachen, werden aus den Zugroasten schnell echte Bayern.